Das hier ist der SLS AMG, ein Auto mit Flügeltüren. Das Besondere ist, das ist das erste Auto, was AMG alleine entwickelt hat. Und damit herzlich willkommen bei Turbo, das Automagazin. Heute mit dem SLS Spezial. Ich begleite heute die Produktion dieses Autos und nicht nur das, ich schraube sogar selbst mit. Nachricht schlägt ein wie eine Bombe. Der SLS AMG GT3 gewinnt einen Langstreckenlauf im VLN Cup. Das erste Auto in eigener Regie von AMG und dann so ein Erfolg. Ohnehin ist der SLS die Autosensation des Jahres 2010. Heute in Turbo, das Mercedes SLS Spezial. Wie schnell ist der 571 PS Flügeltürer wirklich? Und Bullriding im Auto, das 300-Meilen-Rennen durch die Wüste. Armin Schwarz auf der Prim 300. Affalterbach in Baden-Württemberg, die Heimat von AMG, dem Mercedes-Haustuner. Wir sind hier in der Motorenmanufaktur von AMG, in den Heiligen Hallen. Hier werden täglich ca. 60 Motoren montiert, darunter auch der Motor vom SLS AMG. Der wiegt trocken 206 Kilo und hat 571 PS. Damit ist er der stärkste Sauger der Welt. Er besteht aus 540 Einzelteilen. Und jetzt legen wir los. Und zwar zusammen mit Mechaniker Robert Feiler. Bereits seit 10 Jahren ist er bei AMG. 6000 Motoren hat er schon gebaut. So, jetzt geht's hier los. Da ist unser Motorblock. Ein Mann, ein Motor. Jetzt wird's ernst. Dann können wir loslegen, oder? Alles klar. Super. Das wird jetzt quasi zuerst der Kurbeltrieb so reingebaut. Also das heißt Kolben rein, keine Kurbelwelle und so weiter. Und dann geht's obenrum weiter. Der SLS ist ein Auto, das so viel wie ein Einfamilienhaus kostet. Mercedes kann deshalb kein Qualitätsrisiko eingehen. Jedes Werkzeug, jedes Motorenteil wird gescannt. Die Daten speichert ein Computer. So lässt sich auch nach 10 Jahren nachvollziehen, welche Schraube wann mit welchem Drehmoment festgezogen wurde. Nächster Schritt, Kurbelwelle. Wir fahren jetzt weiter vor. Okay. Und was ist mit den Lagerschalen? Das kommt noch. Das kommt später. Okay. Die sind auf dem Kurbelwelle-Zapfen, sind die drauf. Ah, okay. Die Kurbelwelle wandelt quasi die Hubbewegung der Kolben in eine Drehbewegung um. Die Kolben gehen rauf und runter. Das kann man hier dran jetzt hier sehen. Hier sind die Pleuel dran befestigt. Und die Kurbelwelle dreht sich. Wenn hier der Kolben wäre, dann würde der Kolben ja jetzt runtergehen und jetzt wieder raufkommen. Also ist quasi die Kurbelwelle nur die Umsetzung von Hub in Drehbewegung, wo dann nachher hier dann, oder nee, auf der Seite dann das Getriebe dran ist und da dann das Drehmoment ins Getriebe weitergeht und aus Drehmoment und Drehzahl ergibt dann Leistung. Jetzt kommt der wichtigste, aber auch der schwierigste Schritt. Das Einsetzen der 8 Kolben in die Zylinder. Da darf Tim keinen Fehler machen. Er muss die Kolben absolut gerade einführen. Und dann? Beim Motorenbauer Robert sieht das so einfach aus. Kaum vorstellbar, dass sich diese Kolben mit bis zu 7200 Touren bewegen. Auch Tim ist gelernter Kfz-Mechaniker, doch mit dem Einsetzen der Kolben tut er sich schwer. So hast du gesagt, ne? Genau, einfach so. Jetzt muss man gar nicht viel drauf achten, das geht einfach nach unten. Ja, genau so. Genau so. Tim braucht fast dreimal so lang wie Robert. Okay. Okay. Wunderbar. Perfekt. Auf dem Motorenprüfstand von AMG wird einem SLS-Triebwerk nichts geschenkt. Die Ingenieure prüfen Dichtigkeit und Volllast. Aber auch, wie das Kühlsystem des 6,2 Liter V8 funktioniert. Der Testlauf dauert hunderte von Stunden. Auch wenn die Abgaskrümmer längst glühen. Tim und Robert wollen jetzt Ober- und Unterseite des Motors zusammenkleben. Die dafür notwendige Dichtung ruft bei Tim böse Erinnerungen wach. Wow, das ist echt ein Traum. Sowas muss man früher von Hand auftragen. Hast du so eine kleine Kartusche gehabt? Und nicht zu viel und nicht zu wenig und gleichzeitig so und so. Hat bei mir immer bedeutet, schwarze Finger und das geht ungefähr 5 Wochen lang nicht mehr ab. Der Robert hat's echt gut. Dran.
Bei AMG gilt das Prinzip ein Mann, ein Motor. Jedes Triebwerk wird also von nur einem Mechaniker zusammengebaut. Bei jedem Motor klebt ja dann, den du baust, dein Name oben drauf. Ne? Ja. Ist es denn auch so, dass manche Kunden sagen, dass sie mal den kennenlernen wollen, der ihren Motor zusammengebaut hat? Kommt ja, das kommt da ziemlich oft vor. Okay. Dass die Leute unbedingt den Mechaniker kennenlernen wollen. Okay. Und das ist immer für den Kunde was Besonderes und für den Mechaniker selber auch. Ja, ja, klar. Dass der Kunde sieht, dass der Kunde den Mechaniker kennenlernt. Und dass er frei sagt, oh, ich bin so froh. Und Sie sind die mein Motor gebaut haben. Und das Auto läuft so gut. Und ich bin so zufrieden. Ich bin so froh. Ja, cool. Ja, das ist super. Ja, das finde ich echt schön. Man ist schon stolz, wenn man sowas hört. Ja. Und das ist ja kein Fließband. Nur, sondern optimierte. Ja, optimiertes Arbeitsstätte. Optimierte manuelle Fertigung. Genau. Super cool, ja. Du merkst auch, dass die Leute hier rumlaufen, die sind alle stolz drauf und haben total Spaß dran, dass sie ein Teil von diesem Ganzen sind. Und das wiederum, da siehst du, da kommt was Gutes bei rum und das kann man hier, finde ich, auch richtig spüren. Beim SLS überlässt Mercedes wenig dem Zufall. Wenn so ein Auto auf den Markt kommt, muss es perfekt sein. Deshalb hat der SLS als R-König 1,25 Millionen Testkilometer abgespult. Bei plus 50 Grad Celsius und minus 40. Dabei prüfen die Mercedes-Ingenieure alle erdenklichen Funktionen. Sind die Türgummis dicht? Wie zuverlässig ist das Auto? Klappert irgendwo ein Bauteil? Anschließend musste der SLS zur Fahrwerksabstimmung auf die Rennstrecke nach Nardo in Italien. Wie regelt das ESP? Wie standfest sind die Bremsen? Erst wenn das Auto perfekt ist, kommt es auf den Markt. Jetzt kommen die Nockenwellen rein. Das hier ist die Einlassnockenwelle, die ich gerade reingelegt habe. Das ist die Auslassnockenwelle. Und die werden dann mit dem Verschraubungsautomat hier verschraubt. Und diese Welle bedient die Einlassventile, wo hier Luft- und Benzingemisch in den Brennraum reinkommt. Die gehen dann zu, dann wird das Ganze verdichtet, gezündet. Dann geht der Kolben durch die Explosion runter, daraus entsteht das Drehmoment. Und dann geht das Auslassventil durch die Nockenwelle auf und dann wird das verbrannte Gas wieder rausgeschoben. Und dann geht das Ganze wieder von neuem los. Und das machen halt die Nockenwellen. Und das ist das. So sehen die aus. Zwischen 2 und 6 Wochen lernt ein Mechaniker bei AMG den Motorenbau. Erst dann darf er alleine ans Werk und bekommt seine eigene Plakette. Jetzt fehlt nur noch der Kabelbaum mit der Elektrik. Normalerweise dauert es nur knapp 3 Stunden, um einen Motor zu montieren. Heute mit Tim braucht es etwas länger. Mit dem Einsetzen des Ansaugtrichters ist der V8 fast komplett. Genau. So, oder? Wunderbar. Ja. Wunderbar. Super. Jo, mit diesem Magnesiumdeckel ist das der letzte Arbeitsschritt. Dann ist der Motor hier fertig. Und wenn man sich daran erinnert, wie das aussah, als wir angefangen haben, sieht das schon ganz schön anders aus. Dieses Optimierte, also dieses Prozessoptimierte fand ich super interessant und halt auch diese hohe Identifikation von den Jungs, die hier rumlaufen. Das heißt, jeder, der das Ding zusammenbaut, kriegt seine Plakette auf den Motor. Dadurch sind die unheimlich motiviert und machen sehr einen glücklichen Eindruck. Und das war eine schöne Stimmung hier, das auch mitzukriegen. So, der Motor ist ja jetzt fertig und während das Motörchen und ich jetzt nach Sindelfingen fahren zur Fahrzeugmontage, seht ihr, wie Armin Schwarz mit seinem Buggy in Las Vegas durch die Wüste knallt. Ah, come on! Ex-Rallye-Profi Armin Schwarz bei einem der härtesten Wüstenrennen der Welt. Zweimal war er schon dabei, doch dieses Mal... Fuck, he's a sleeper! Okay, be careful. Gibt es Probleme. Die Mojave-Wüste in den USA. 70 Kilometer von Las Vegas entfernt liegt Prim. Normalerweise passiert in dem aus 3 Hotels und einem Mode-Outlet-Store bestehenden Wüstenkaff nicht viel. Aber einmal im Jahr kommt die Prim 300, das 300-Meilen-Rennen. Zum dritten Mal ist hier ein Deutscher am Start. Ex-World-Rally-Pilot Armin Schwarz steuert einen Monster-Buggy mit 640 PS. Sein Team, das All-German Motorsports. 2.6 habe ich gedacht, das wäre was so
außerordentlich ist, also was eigentlich komplett aus dem Rahmen fällt, was ich bisher getan habe, und habe das immer versucht und das hat mir sofort gepackt und mich, ja, seitdem bin ich hier gut verankert. Wenn der Offroad-Zirkus kommt, dann bebt die Wüste. Rund 280 Offroad-Teams liefern sich in der SCORE International-Serie eine erbitterte Sand- und Staubschlacht. Die Rundstrecke führt rund 450 Kilometer quer durch die Wüste. Und dort gibt es keinerlei Geschwindigkeitsbegrenzungen, außer Schlaglöchern. Wer aber in der Boxengasse zu schnell fährt, kassiert penible Zeitstrafen. Neben Reifenwechsel, Reparaturarbeiten und Auftanken wechseln die Teams nach 2 von 4 Runden auch die Fahrer aus. Ein Auto wie ein riesiges Insekt mit V8-Motor. Der Buggy von Armin Schwarz. Basis des Buggys ist ein Chromolybden-Gitterrohrrahmen. Der Hecktriebler läuft mit einem modifizierten 5-Liter V8 aus einem BMW M5 und leistet 640 PS. Was natürlich auffallend ist, sind die großen Reifen. Wir haben 37 Zoll große Räder, sind nicht die größten im Feld. Also es gibt da durchaus 42 Zoll, die haben fast die Größe. Aber für das Buggy leicht, ja, handlich und vor allen Dingen, wir brauchen auch nicht so große Räder, weil wir nicht so viel Kraft übertragen müssen. Was man deutlich sieht, das sind unsere neuen Stoßdämpfer, die wir jetzt haben seit 2 Rennen. Die haben hier Kühlrippen drauf, damit die einfach gekühlt werden. Da hat Bilstein eine Neuentwicklung gemacht. Seitdem sind wir mit dem Fahrwerk auch wesentlich besser, weil das Öl länger natürlich kühl bleibt. Das fängt nicht an zu schäumen. Was auch immer prägnant ist, ist dieser Pushbar. Wenn du den anschaust, das ist eigentlich das Teil, was du den anderen ins Heck rammst, wenn du ihn erwischt. Damit er weiß, hoppla, jetzt muss ich hier wegfahren. Dann die massiven Querlenker, die wir sehen. Und was ganz massiv ist, ist die Spurstange. Also das ist das massivste Teil überhaupt, was überhaupt mit der Lenkung und so weiter zu tun hat. Ja, wenn wir dann hier weitergehen, wir haben hier unten einen Bumpstop drin. Bumpstop ist ganz wichtig, weil wenn du einmal komplett durchfederst und du würdest hier auf Block gehen, in diesem Bereich zum Stoßdämpfer, also dass der Gummi hier ganz oben wäre, dann hast du das Problem, dass das Heck furchtbar in die Höhe kickt. Ja, und das ist Sicherheitsaspekt. Also haben wir hier nochmal einen hydraulischen Bumpstop. Und was sichtbar ist, ist natürlich dieser enorme große Querlenker, der auf der Hinterachse ist, mit einem riesen Unipal, was du fast nur beim LKW-Bau siehst. Ja, und dann haben wir hier hinten drin den Kühler noch sauber versteckt, weil das eigentlich was ist, was schneller mal kaputt geht. Haben hier die Central Pipe rausgehen mit einem riesengroßen Remus-Topf und somit ja, ist das Buggy, glaube ich, recht gut abgerundet. Der Arbeitsplatz des 47-Jährigen. Keine Windschutzscheibe, keine Klimaanlage, aber immerhin ein zweiter Platz für den Co-Piloten. Der Co-Pilot ist für Navigation und Funk verantwortlich. Doch der vielen Technik und der enormen Federung zum Trotz, dieser Buggy ist nicht komfortabel. Aber trotz alledem sind die Stöße im Auto extrem, weil das Auto ja immer fährt. Im Prinzip hast du wie ein Bullriding. Du sitzt in einem Auto und entweder kommt die Front hoch oder das Heck hoch. Ja, und nur das Aufkommen sollte halt so sein, damit du auch gleich wieder Rad am Boden hast, was natürlich dem Körper nicht gerade viel hilft. Der letzte Tag vor dem Rennen. Die Ruhe vor dem Sandsturm. Im Starterfeld gibt es 850 PS starke Trophy Trucks, aber auch 80 PS Bacher Käfer. Die Amis sind entspannt. Noch. Bis zum Rennen musst du dir ja irgendwie die Zeit vertreiben. Was gibt's Besseres, als Golfbälle in die Wüste zu hauen? Die Amerikaner spielen Golf, die Deutschen hingegen trainieren. Der Co-Pilot muss einen Reifen wechseln in unter einer Minute 30. Der Beifahrer muss technisch sehr kompetent sein, weil du unter Umständen einfach draußen stehst, schnell einen Reifenwechsel, was reparieren muss. Der muss was erkennen können im Auto, können wir weiterfahren, können wir nicht weiterfahren. Was muss er reparieren, was für Werkzeug habe ich dabei? Reifen wechseln ist Job des Co-Piloten. Der Fahrer bleibt sitzen. Wie in der Formel 1 zählt hier jede Sekunde. Ein selbstentwickeltes Liftsystem ersetzt den mechanischen Wagenheber. Die Reifenflanken sind zum Schutz vor scharfen Steinen mit verschiedenen Carbonschichten versehen. Das macht sie sicher und schwer. Ein Reifen wiegt rund 30 Kilogramm. Ein Knochenjob bei 45 Grad, Helm und Overall.
Armin Schwarz hat die Prim 300 schon zweimal gewonnen. Eine Niederlage wegen eines verpatzten Reifenwechsels kommt für ihn nicht in Frage. Schaulustige verfolgen die ehrgeizigen Deutschen. Doch das All-German Motorsport-Team macht seine Sache gut. Wie schnell? 1,16. Ich habe mich verhaspelt. Das geht schneller. Ein platter Reifen lässt sich viel einfacher hinten verstauen. Ein voller Reifen ist viel schwerer. The full tire is a lot harder to put back. Ja, die entspannte Rolle, du musst halt konzentriert bleiben. Ja? Auch wenn du herin sitzt, wenn du ein bisschen früher ablässt und so weiter, das ist nicht immer so flach wie hier, dann hast du teilweise einfach das Rad schon aufstehen, der kann es nicht mehr richtig drauf machen, nicht richtig festziehen. Also es muss einfach passen. Du musst den richtigen Platz suchen, ja, es muss schnell gehen, das Zusammenspiel muss passen und dann geht es sehr schnell. Bei einem Wüstenrennen ist der Staub der Faktor, der allen zu schaffen macht. Jedes Überholmanöver wird dadurch extrem schwierig und zum Blindflug. Ja, das Anstrengende ist eine Kombination zwischen der Psyche. Wenn ich gerade hinter einen im Staub fahre oder ich laufe auf jemanden auf, komme dann nicht gleich vorbei, damit ich einfach diese Ruhe auch bewahre, damit ich letztendlich warte auf meine Chance, wann kann ich vorbeifahren. Und dann natürlich auch im Staub vermeiden, irgendwas zu treffen, irgendwelche Steine, die ich gar nicht sehe, ja, die aber dann auf einmal da sind und da irgendeinen Fehler mache, irgendwas am Auto kaputt fahre. Hier auf dem Computer haben wir die gesamte Rennstrecke und hier die Klasse, in der wir starten. Wir verfolgen sowohl das Auto von Armin Schwarz und mir, das Auto mit der Nummer 107, als auch alle Gegner. So wissen wir immer ganz genau, wo sie auf der Strecke sind. Jeder der Checkpoints hat sehr große Antennen. Und außer einer kleinen Stelle hinter den Bergen haben wir überall Funkkontakt zum Auto. Nur noch eine Nacht, dann startet das Rennen. Der Renntag, 14.45 Uhr, 35 Grad im Schatten, 40 Minuten bis zum Start. Das Schwierige ist jetzt ein bisschen, wenn wir da vorne stehen, wir haben fast 30 Minuten Standzeit und dann hier heizt sich alles auf. Du kannst nicht mehr im Schatten stehen und nichts. Und dann die letzte Viertelstunde mit Helm am Kopf, dann bist du froh, wenn du wegfahren kannst, dass du Luft kriegst. Ja. Wann immer es geht, ist auch Armins Frau Petra dabei. Sie kennt die Risiken, die ihren Mann erwarten. Trotzdem... Ich habe keine Angst, weil ich kenne ihn nicht anders, wie er auch schon Rallye gefahren ist. Und es war schon immer so, dass er fährt, ja. Keine Angst. My life, oder wie ja, heißt das? That's our life. Our life, ja. Genau. That's our life. Our life. Our crazy life. Yeah. Rallye-Pilot Armin und Beifahrer Brian sind jetzt für die kommenden 222 Kilometer und rund 3 Stunden zusammen. Ihr Motto? Have fun and kick some ass. 13.24 Uhr. Es geht an den Start. Armin will die Prim Rally auf jeden Fall ein drittes Mal gewinnen. Ob er das schafft? Jetzt wird es ernst. Okay, Brian, good luck. Good luck. Jetzt werden Armin Schwarz und Co-Pilot Brian Staub fressen bei Tempo 170. In nur 4,5 Sekunden sprintet der Buggy auf Tempo 100 und zwar auf Sand. Um einen Podestplatz zu erreichen, muss Armin an 43 Gegnern vorbei. Eine harte Aufgabe. Doch die letzten beiden Prim-Läufe hat der Rallye-Pilot gewonnen. Die Piloten ahnen noch nicht, dass ihr BMW V8 gleich kein Gas mehr annehmen wird und das mitten in der Wüste. Noch läuft der Buggy wie geschmiert. Noch.
dich bei Turbo. Hält der 640 PS Buggy und der SLS im Tracktest? Wie schnell ist der AMG Flügeltürer? Ein Rennen 300 Meilen durch den Staub von Nevada. Rallyefahrer Armin Schwarz fährt mit einem Buggy um den Sieg. Die Piloten ahnen noch nicht, dass ihr BMW V8 gleich kein Gas mehr annehmen wird. Und das mitten in der Wüste. Noch läuft der Buggy wie geschmiert. Noch. Co-Pilot Brian informiert Fahrer Armin immer wieder, wo es lang geht. Beide verständigen sich mit Kürzeln, die den kommenden Streckenverlauf beschreiben. 300, rechts, 2 oder 3. Auf ebener Fläche schafft der Buggy bis zu 220 km/h. Doch plötzlich macht der Motor zicken. Wir haben Aussetzer, kurze Aussetzer und dann ist es wieder weg. Versuch's mit der anderen Pumpe. Nimm die andere Benzinpumpe. Der Buggy verliert Tempo. Martin, bitte komm. Ja, Brian, was los? Wir haben gerade ein Problem. Wir fahren gerade 50 Meilen pro Stunde und das Auto nimmt kein Gas mehr an. Bei 3500 Umdrehungen keine Beschleunigung mehr. Armin, fahr an die Seite. Kann Armin bitte die Zündung komplett aus und dann wieder einschalten? Ich will wissen, ob es an der Zündung oder an einer der beiden Batterien liegt. Schau auf die Spannungsanzeige. Okay, es funktioniert wieder. Das hat Zeit gekostet, doch das Team ist wieder im Rennen. Das Problem mit den Aussetzern tritt immer wieder auf. Armin Schwarz kann nur hoffen, dass es nicht schlimmer wird. Das deutsche Team kann sich bis auf Platz 3 vorarbeiten. Doch in der Staubschleppe des Zweitplatzierten gleicht ihr Trip einem Blindflug. Die Sicht ist gleich null und Armin muss sich auf die GPS-Daten und seinen Beifahrer verlassen. Schwarz kommt seinem Vordermann kurz näher, doch plötzlich zieht der weg. Der Rallye-Pilot ärgert sich. Sein Vordermann führt ihn an der Nase rum. Langsam, langsam, langsam! Bleib! Langsam, langsam! Mist, der Typ pennt doch! Okay, Vorsicht, wir können ihn hier eh nicht überholen. Langsamer, jetzt ist okay. Ja, keine Chance, ihn jetzt hier zu schnappen. Nein. Runter, runter, runter. Das wäre so blöd mit einer Strafe. Geschwindigkeit runter, Armin. Schau nicht zu ihm, bitte. Schau nicht hin. Schau auf die Geschwindigkeitsanzeige. Der schleicht hier rum, als würde er sich Geschwindigkeitsnotizen machen. Und wenn wir vorbei wollen, beschleunigt er und ist weg, verdammt. Ja, überholen kann man fast überall. Nur der Unterschied ist halt der, jemand im Staub aufzulaufen und dran zu kommen. Dran kommen heißt wirklich, ich muss in einem Bereich von 30 Meter an den rankommen, damit ich staubfrei wäre, weil dann erst der Effekt eintritt, damit der wirklich Staub erst mal wegzieht und dann kann ich den letztendlich auch anschieben und anklopfen und sagen, da bin ich. Dann machen die meisten Platz. Die meisten, aber nicht alle. Armin hängt hinter einem langsameren Buggy fest. Im Fahrerlager gibt es die Zeiten und Positionen der Gegner. Und das sind schlechte Nachrichten. Auto 115 ist 4 Minuten 25 dahinter. Wir haben ein Auto, das von hinten sehr schnell näher kommt. Auto 115 von Ronnie Wilson, ein sehr starker Konkurrent. Der Abstand zu uns ist sehr klein. Absolut gesehen ist er 7 Minuten vor uns. Armin ist mittlerweile auf seiner zweiten Runde und verliert immer mehr Zeit. Er muss endlich den langsamen Vordermann überholen. In der Box macht sich die Crew für Armins Ankunft bereit. Er hat es nicht geschafft, den langsameren Buggy zu überholen.
Autocheck, tanken und Fahrerwechsel müssen jetzt perfekt laufen. Der Plan? Sie wollen den Vordermann in der Box überholen. In Sekunden sind die beiden 110-Liter-Tanks wieder voll. 140 Liter genehmigt sich der Buggy auf 100 Kilometern. Nach nur 56 Sekunden geht er wieder ins Rennen. Auf Platz 2. Der Schleicher ist geschlagen. Das Schlimmste ist im Staubfahren, weil du fährst dann 30, 40 Kilometer im Staub und kommst nicht dran. Und du dürft nicht nachlassen. Weißt, wenn du einmal nachlässt, kriegst du den nie. Du musst dich festbeißen wie ein Terrier. Nimmer loslassen. Jetzt hat Teamchef Martin Christensen das Steuer für knapp 3 Stunden in der Hand. Nach 30 Minuten ein Funkspruch von Armin. Brian für Armin. Kannst du mich hören? Wir führen die Gesamtwertung an. Sag mir sowas nicht jetzt. Will ich gar nicht wissen. Ich weiß Bescheid und will die Karre einfach nur in einem Stück nach Hause bringen. Alles klar, wollte nur, dass du Bescheid weißt. Ihr macht das. Es schaut so aus, damit wir das Gesamt gewinnen können. Also vor die Trophy Trucks. Das habe ich jetzt nur mal wissen lassen, damit er sich sein Speed einteilt. Wenn das Auto gut genug ist und alles noch beieinander ist, so dass er wirklich Gas geben kann, schaut es nicht schlecht aus. Das wäre der Hattrick. Und den hat noch niemand vor ihnen geschafft. Lang, lang. Links 4. Felsen, Felsen. Das wäre so ätzend. Felsen, Felsen. Das wäre so ätzend, wenn wir das nicht nach Hause bringen würden. Dann wäre alles umsonst. Ich hoffe, wir packen's. Alter, wir sind so nah dran. Ich kann das Ziel schon schmecken. Aber die Prim 300 hat es in sich. Kurz vor Rennende hat sich ein Trophy Truck an einem Stein den Reifen aufgerissen. Gewonnen ist hier erst, wenn du da vorne im Ziel stehst. Das gesamte Team macht sich auf den Weg zum Ziel. Und tatsächlich, sie haben es geschafft. Ein letztes Mal heißt es. Stop, stop, stop. Und das Ergebnis steht fest. Platz 1 in ihrer Klasse. Bis auf 2 Trucks haben sie alle überholt. Great job. Ha, that didn't suck at all, huh? Pretty unbelievable. Im Ziel wartet Pilot Armin Schwarz. Das All German Motorsports Team hat einen historischen Sieg errungen. Yeah. Noch niemand hat. Ich kenne niemanden, der die Prim 3-mal in Folge gewonnen hat. Prim, das war mein erstes Rennen, wo ich überhaupt hier hinkommen bin, hab mir das angeschaut, es ist hängen geblieben. Und da, wenn wir auch so erfolgreich sind, muss ich sagen, freut mich. Unheimlich toll. Das hier hat niemand erwartet. Aber das sind eben die Geschichten, die der Offroad-Sport schreibt. Bleibt abzuwarten, welche Geschichte er für die Bacher 1000 hat. Eine der härtesten Rallyes der Welt. Er ist das Flaggschiff der Mercedes-Flotte, der SLS mit Flügeltüren und 571 PS. Und hier wird er entmontiert, im Mercedes-Werk Sindelfingen, Baden-Württemberg. So, jetzt sind wir hier in Sindelfingen. Hier wird jetzt gerade die lackierte Rohkarosserie angeliefert. Und hier geht quasi alles los. Das Auto kommt jetzt hier auf die Produktionslinie. Und da wird es dann Schritt für Schritt zusammengebaut. Und ich werde euch zeigen, was da alles so passiert. Hier wird nichts auf Halde gebaut. Jedes Auto hier ist bereits verkauft, zum Stückpreis von mindestens 183.260 Euro. Wir sind hier auf der Produktionslinie vom SLS. Hier verharrt jedes Auto 26 Minuten pro Schritt und da werden verschiedenste Arbeiten gemacht. Die Mitarbeiter werden da auch durchgetauscht, sodass keiner in so eine Lethargie verfällt, dass er immer das Gleiche machen muss. Und ich werde jetzt erstmal meinen Motor suchen. Am Vortag hat Tim beim Haustuner AMG einen 6,2 Liter V8 zusammengebaut. Durch die Namensplakette ist er leicht zu erkennen. Also muss er ja irgendwo sein. Ich habe gesucht und gesucht, aber ich habe den Motor immer noch nicht gefunden. Ich
bin in Sorge, dass er vielleicht doch noch irgendwo durch irgendeine Sicherung durchgefallen ist, durch eine Qualitätssicherung. Hoffe ich mal nicht, weil eigentlich haben wir echt ziemlich gut das Ding zusammengebaut. Nächster Schritt, Cockpit. Endlich kommt das Armaturenbrett rein. 9 verschiedene Außenlacke, 9 Farbvarianten innen. Die Kundschaft des SLS ist anspruchsvoll. Jetzt die Schraubenbefestigung von dem Armaturenbrett werden jetzt mit Drehmoment angezogen. Und das in dem Fall darf ich das machen. Das heißt, ein Drehmomentschlüssel, der macht bei einem bestimmten Drehmoment Klack. Und dann weißt du, dass es fest genug angezogen ist. Dann haben wir hier noch 2 Schrauben da oben. 1, 2. Mehr als 50 Rohkarossen stehen gleichzeitig auf der Produktionslinie in Sindelfingen. Ein Teil darf bei keinem SLS fehlen. Das ist das Gaspedal. Da kommt hier der Stecker rein. Der sogenannte Kardantunnel des SLS ist gewaltig. So, jetzt sehen wir das Ganze mal hier von unten. Das heißt also hier, das ist so grob der Status, bevor die Hochzeit dann kommt, also Motor- und Getriebeeinbau. Das kann man gut daran erkennen, dass also die Federbeine schon drin sind. Und das hier ist diese ganze Hitzeschutzgeschichte, weil hier ja dann die Krümmer sind und der Auspuff hier entlang läuft. Und tja, so sieht das Ganze von unten aus, ohne Verkleidung. Tim hat immer noch ein Problem. Ihm fehlt ja noch etwas. Auch nicht mein Motor. Jetzt steht der wichtigste Moment im Automobilbau bevor. Die Hochzeit, die Vermählung von Karosserie, Motor und Getriebe. Hier sieht man jetzt die ganze Motor-Getriebe-Einheit. Das heißt, da ist der Motor, da hinten ist das Getriebe. Und dazwischen ist die Kardanwelle, die sich in dem Fall mit Kurbelwellendrehzahl dreht. Das nennt man halt Transaxle. Transaxle dient der idealen Gewichtsverteilung. Tim muss jetzt die Vorderradaufhängung einschließlich der 390 mm großen Bremsscheiben befestigen. Koppelstange fixieren und fertig ist die Aufhängung vorne. Jetzt sind die Sitze des 1620 Kilogramm Autos dran. Alle schweren Fahrzeugteile kommen per Greifarm zu den Mitarbeitern. Das schont den Rücken und beugt Stolperfallen vor. Turbomoderator Tim darf sich jetzt aber trotzdem ordentlich krumm machen. Und jetzt Schrauben von Hand ansetzen, oder? Mhm. Okay. Ja. Nehme ich die Saube. Schrauben ansetzen vom hinteren Sitzbefestigungsding. Neben den Sitzen montieren die Mitarbeiter an der gleichen Station auch noch die Heckschürze. Nur 26 Minuten steht der SLS an einer Position. Lenkrad. Schau mal, ist das so okay mit dem Strich? Ja. Okay. Natürlich, die machen das anders, ne? Damit es schneller geht. Wie macht ihr das? Hier. Ah, so, mit dem Lenkrad. Verstehe. Ja, mit dem Lenkrad. Verstehe. Und dann so ganz nach rechts drehen. Ja. Und dann kannst du anziehen, ja. Ja. Okay. Okay, super. Highlight beim SLS AMG, die Flügeltüren. Allerdings hat der SLS genau deshalb einen Sprengsatz an Bord. Das Besondere an den Türen ist, also einmal klar, es sind Flügeltüren, aber da sind vorne in den Scharnieren sind kleine Sprengsätze drin, dass wenn das Auto bei einem Unfall auf dem Dach landet, dass man dann aus dem Auto rauskommt, weil die Türen würden ja gar nicht aufgehen. Deswegen können die oben abgesprengt werden, dass man dann aus dem Auto rauskommt, obwohl es auf dem Dach liegt. Das ist schon sehr speziell. Dadurch kann das Rettungspersonal nach einem schweren Unfall die verkeilten Türen leichter aufziehen. So, da habe ich jetzt unseren Motor gefunden, den ich gestern mit Robert zusammengebaut habe. Und der spannende Moment des Erststarts steht bevor. Hoffentlich habe ich nichts falsch gemacht. Das ist aufregend. So, hier ist alles abgedeckt. Muss hier irgendwo den Weg finden. Da, so. Wow, das ist aber mal flott angesprungen.
Dann muss ich ja nur noch irgendwo ein Nummernschild besorgen und dann kann es schon losgehen zum Tracktest. Behutsam einfahren und dann zur zweiten Hatz beim Tracktest. Die Autosensation des Jahres 2010. Der 571 PS starke Mercedes SLS. Tim Schrick hat an diesem Auto mitgebaut. Jetzt muss der Flügeltürer zeigen, was er drauf hat. So, jetzt haben wir echt genug geschraubt. Jetzt geht's endlich auf die Strecke. In 3,8 Sekunden spurtet der SLS auf Tempo 100 und erst bei 317 km/h ist Schluss. Tim Schrick hat Spaß. 650 Newtonmeter stemmt der SLS auf die Hinterräder. Tim ist in seinem Element. Echt, also von der Optik her sehr cooles Gefühl, weil die Motorhaube wirklich so lang ist wie ein normales Auto gefühlt. Das fühlt sich sehr cool an. Du sitzt ganz weit hinten, eine ganz niedrige Windschutzscheibe, niedrige Seitenscheiben, hat so schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, so einen urigen Charakter. Ich finde es sehr schön. Ist natürlich echt fast, also der Klang gehört eigentlich verboten, wenn man hier im zweiten Gang jetzt voll drauf latscht. Das ist schon, hat schon was sehr Martialisches, so ein V8, also das wird für mich auch immer was Besonderes bleiben. Mercedes SLS im Tracktest. Wie schnell ist der Flügeltürer von AMG wirklich? Der Mercedes SLS im Tracktest. Wie schnell ist der Flügeltürer von AMG wirklich? Also auf die Gerade raus und die Gerade die Gänge durch sipst, dann ist das schon so ein bisschen, hat das so einen leichten Time-Warp-Effekt. Weil dieser V8-Klang, der leicht ins Vulgäre geht, einen irgendwie auf der Basswelle so in den Horizont reinschiebt, das ist schon, hat schon was, wie soll ich sagen, so ein bisschen was von so einem, ist so ein Gefühl von startendem Flugzeug, dass du gleich irgendwann so und abhebst. Ist schon cool. Also die Optik von dem Auto, wie du auch drin sitzt und wie das Ding klingt und so, ist schon für große. Das erste Auto von AMG, der SLS. Die Bezeichnung ist die Kurzform für Sport Leicht Super. Dafür sorgen nicht nur gewichtsoptimierte Leichtmetallfelgen in 19 und 20 Zoll. Der Gitterrahmen und die Außenhaut sind komplett aus Aluminium. Jede der Flügeltüren wiegt allein 18 Kilogramm. Ein Mehrgewicht, das man gerne in Kauf nimmt. Unter dem Blech gibt es reichlich Carbon. Dennoch wiegt der SLS 1,6 Tonnen. Der Innenraum erinnert an das Cockpit eines Flugzeuges. Im Mittelpunkt der Schalthebel des 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebes. Immerhin läuft der SLS mit 317 km/h Spitze genau 1 km/h schneller als sein Hauptkonkurrent, der Audi R8 aus Ingolstadt. Auf dem Tracktest-Gelände des Look Driving Center in Baden-Baden soll der AMG zeigen, ob er wirklich von einem anderen Stern kommt. 2770 Meter Streckenlänge, 7 rechts, 5 Linkskurven, eine lange Gerade. Und ihm entgeht nichts. Das war so bis zur Krasner. Testpilot Tim Schrick. Alle Autos müssen hier gegen die Uhr antreten. Und er ist der schnellste von allen, der Porsche GT2. Hat der SLS das Zeug, den Porsche zu knacken? Am 9-7-Gang AMG-Doppelkupplungsgetriebe sollte es nicht liegen. Das
kannst auch hier wie bei anderen Autos mit Doppelkupplungsgetriebe, du kannst halt hier in so eine enge Kurve reinfahren, bremst an, zweiter Gang, löst den Drift aus und dann schaltest du im Drift in den dritten. Das ist einfach gigantisch, das macht echt Spaß. Du kannst dabei ganz sauber die Linie halten. Wenn du mit dem handgeschalteten Auto irgendwie während des Drifts schalten willst, musst du das Auto überschwingen, um dann die Zeit zu haben, den Gang reinzudrücken. Das hast du bei so einem DKG-Getriebe nicht. Und das ist echt, das ist wirklich, das macht wirklich Laune. Ja, der Vorteil dieser Konstruktion des SLS ist ja, dass das Getriebe auf der Hinterachse sitzt, der Motor komplett hinter der Vorderachse ist. Und deswegen hast du die Massenkonzentration zwischen den Rädern. Wenn du relativ zügig auf eine Kurve zugehämmert kommst und gehst voll in die Eisen, so richtig, und lenkst ein, dann ist es so, wenn du es mit dem richtigen Schwung machst, dass das Auto sogar so auf der Bremse ist, dass er leicht eindreht. Und dann kannst du sauber ans Gas gehen, damit er nicht zu viel kommt, sodass du ihn sauber positioniert bekommst. Dann ist es ein ganz feiner Grad innerhalb von 1 mm Gaspedal, dass er dir nicht zu quer kommt. Und dann genau die Kurve treffen. Dann bist du mit dem Ding richtig schnell. Das ausgeklügelte Doppelkupplungsgetriebe fasziniert Tim. Doch eines stört ihn trotzdem. Was mich ein bisschen stört, ist im Vergleich mit anderen Autos mit Doppelkupplungsgetriebe, ist, wenn du an der Schaltwippe ziehst, dass es einen Moment dauert. Ist er schaltet, das sieht man ja hier. Ich ziehe jetzt, der Gangwechsel kommt eine halbe Sekunde später. Du kannst erst ganz spät hochschalten. Das heißt, du brauchst erst mal 2000, 2200 Umdrehungen, dann kann erst der nächste Gang akzeptiert werden. Das finde ich so ein bisschen so, warum denn? Der Motor braucht keine Drehzahl, wenn du so ganz normal rumrollst. Und auch beim Zurückschalten schaltet er relativ spät erst zurück, damit er nicht ganz ausdreht. Wenn man ein bisschen gefahren ist, dann gewöhnt man sich dran, dann kannst du das ein bisschen einplanen und dann ist das schon okay. Aber das finde ich ein bisschen blöd. Wenn du ziehst, soll er auch gleich schalten und nicht noch im Moment mehr schalten. Dieses kleine Manko kann Tims Euphorie allerdings nicht trüben. Also ich bin echt begeistert. Also was die Jungs bei AMG da gebaut haben, ist echt wirklich fantastisch und ich finde es fantastisch cool, dass das ESP wirklich abschaltbar ist. Echt, so kann man wenigstens noch irgendwie, hat man mal was zu entdecken. Mit ESP, wenn das nicht ausgeht, was willst du da machen? Achterbahn. Und ich finde das halt lustig. So kann man gucken, was macht das Auto tatsächlich. Es wird nicht gefiltert mit irgendwelchen Elektroniksachen, sondern ich kann sagen, das Auto ist so und so. Im Grenzbereich muss man ganz sauber operieren und nicht zu viel Bewegung machen und sauber das Gas anlegen und so weiter. Und dann wirst du belohnt mit abnormalem Spaß. Und das ist schon super so. Also Respekt. Wenn ich mir unsere Tracklist-Liste so angucke, dann denke ich mir schon, dass wir ungefähr den KTM Crossbow mit dem SLS abfangen müssen und auch die Viper, weil der SLS ist ein Transaxle-Auto mit 570 PS und 1,6 Tonnen. Also, wenn er die Viper nicht knackt, dann liegt irgendwas im Argen. Mit 8,4 Litern ist der Hubraum der Viper aber auch um mehr als 2000 Kubik größer. Ein zu hoch gestecktes Ziel für die Speerspitze von AMG. Zeigt der SLS erstmals sein brachiales Potenzial. Das Messgerät zeigt fast 206 km/h, nur 1 km/h langsamer als der zweitplatzierte Porsche GT3 RS. Im kurvigen Infield verliert, wer zu viel Speck auf den Hüften hat. Hier hat der die Nase vorn, wer früher aus den Ecken beschleunigt und die Kraft verlustfrei auf den Asphalt bekommt. Kann der SLS die stärkere Viper in die Schranken weisen? Die letzte Kurve. Eine Minute 06:69. Ein starker Auftritt. Der SLS nimmt der muskelbepackten Viper mehr als eine Sekunde ab. Zum Spitzenreiter GT2 fehlen weniger als zwei Sekunden. Ja, eine Minute 6:64.
Damit haben wir nicht nur die olle Giftschlange erwürgt, sondern auch noch den alten GT3 RS noch gleich mitgenommen, der 415 PS 997. Das ist schon ordentlich. Also da muss ich sagen, nicht schlecht, aber ist ja auch kein Wunder, ist ja auch mit Liebe gebaut. Für mich war es echt interessant, mal hier hinter die Kulissen schauen zu können und vor allen Dingen an so einem speziellen Auto auch mitschrauben zu dürfen. Das war's bei Turbo, bis zum nächsten Mal.